Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Ich konnte leider gestern kein Video rausbringen, da ich in letzter Zeit nicht viel Zeit habe und weißt du, wir sind zu dritt auf dem Kanal und die anderen bringen einfach nichts, aber auch gar nichts raus. Das regt einfach nur so auf, ey. Aber ja, zurück zu Clash of Clans. Was wir in dem heutigen Video machen werden, ist, ich werde euch alle Neuheiten des Winter-Updates präsentieren. Und zwar lese ich sie euch jetzt vor. Der Schnee kommt, schicke Bäume treiben aus, fälle sie noch nicht, wachsen da etwa Geschenke auf ihnen? Geil, da sind jetzt wahrscheinlich demnächst irgendwie ein paar Geschenke. Wir präsentieren den Layout-Editor. Speichere mehr Layouts für dein Heimatdorf und deine Kriegsbasis. Jederzeit Layouts wechseln, kopieren und anpassen. Bei der Bearbeitung eines inaktiven Layouts kannst du eine Pause machen und es später verwenden. Ja, also das mit dem Speichern finde ich schon mal gut. Tolle Neuerung. Goldminen und Elixiersammler auf Level 12, bei Rathaus Level 8. Ja, das ist auch in Ordnung. Riesen auf Level 7, Stürme ins Rathaus Level 10. Ja, Level... Also ich habe die ja schon auf dem Kanal Mobile Fanboy gesehen, die Riesen Level 7, aber ich finde die jetzt nicht so prickelnd. Die sehen fast genauso aus wie vorher. Auf lokalen Clan-Ranglisten siehst du, wie sich ein Clan gegen andere schlägt. Ja, das ist auch in Ordnung. Weitere Verbesserung. Du wirst angegriffen, jetzt kannst du dir eine Live-Übertragung ansehen, während du darauf wartest, dass dein Dorf geladen wird. Entschuldigung, kleiner Rübser. Ja, also ich würde mir ganz sicherlich nicht freiwillig angucken, wie mein Dorf zerbumst wird. Wenn ich viel Loot habe, aber ich bin ja Farmer, die meisten wollen ja sowieso nur mein Rathaus. Ressourcenballons. Mauern lassen sich jetzt nur mit Elixier verbessern, um eine Mauer auf Level 9 oder höher zu erzielen. Das ist sowas von Kacke, ey. Jetzt kann ich alle Mauern von 7 auf 8 mit Gold upgraden. Super, Clash of Clans, super. Super, super. Ups, Ton. Super, super. Super, super Cell. Ja, das ist ein geiler Satz. Ja, die wollen damit wahrscheinlich, dass man sich mehr Gems kauft und sich dann die Mauern so ergemmt. Aber egal. Der erste Bohrer für dunkles Elixier steht jetzt ab Rathaus Level 7 zur Verfügung. Jo, wahrscheinlich. Den zweiten Bohrer für dunkles Elixier gibt es jetzt ab Rathaus Level 8. Das finde ich ehrlich gesagt kacke. Ich bin wirklich nur hochgegangen, weil ich einen zweiten Bohrer bekomme. Sonst wäre ich noch länger auf Rathaus Level 8 geblieben. Aber was soll's. Höhere Maximalkapazität des Bohrers für dunkles Elixier auf allen Leveln. Ja, das ist schon in Ordnung. Kampfbalance. Bogenschützentürme erschießen doppelt so schnell, um schwache Horden leichter zu besiegen. Gesamtschaden bleibt gleich. Das ist kacke. Lebe wohl Barsch, würde ich mal sagen. Oder müssen wir gleich mal testen. Inferno-Türme schießen länger, bevor sie neu geladen werden müssen. Ladekosten bleiben gleich. Ja, wahrscheinlich Vorteile für die, die jetzt einen Inferno-Turm haben. Also ich bin noch weit davon entfernt. Die TP von Armeelagern wurde stark reduziert. Keine hartnäckigen Lagerfeuer mehr. TP. Trefferpunkte. Kanonenbohrer für dunkles Elixier, Kasernenlabor und Zauberfabrik haben auf fast allen Leveln höhere TP. TP-Werte wurden für viele Gebäude leicht angepasst. Ja, also, was würde ich zu diesen Updates sagen? Also, ich finde das Update jetzt wirklich nicht so prickelnd. Das einzig Gute, womit ich leben kann, sind die Sammler und, also Minen und Sammler, die jetzt auf 12 gemacht werden. Also, ich mache hier schon 3 auf 12. Finde ich auch in Ordnung. Ja, und ich würde mal sagen, wir testen auch gleich Barsch, wie es so wirkt, denn, die Bogenschützentürme schießen jetzt schneller und behalten den gleichen Schaden. Das finde ich etwas sehr beschissen. Ja, Riesenlevel 7 habe ich nicht. Hat selber Riesenlevel 5, aber will 7. Also, was ich mal sagen würde, man fordert nur das, was man auch hat. Ja, ich würde mal sagen, ich suche jetzt wie immer einen Gegner raus, dann überlebe ich springe, die Gegner suche. Bis gleich. Und hier haben wir auch schon unseren Gegner. Ist zwar nicht das Beste, aber ich kann damit leben. Ich würde mal sagen, immer jeden Loot, den man leicht bekommen kann, immer mitnehmen. Und gleich gucken wir uns mal in der Wiederholung an, wie schnell diese Bogenschützentürme wirklich schießen. Ich kann ja Multitouch nutzen. 13 Tage, dann sind Weihnachten richtig geil. In 16 Tagen, also am 27. habe ich noch Geburtstag. Läuft. Dann bin ich 15 Jahre alt, ich alter Sack. So, jetzt haben wir alle Truppen gesetzt. Das ist hier mal Bahnkönig. Und dahinter die Bogenschützenkönigin. Oh ja, die geile Sau. Ja. Ihr habt nichts gehört. Oh Mann, ey.
alles auf den Bewahren, König der Arme. Los. Gebühm. Schon, Digga, los. Komm, 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 komm. Ne, der Barbarenkönig, den benutze ich immer als Tank für die Bogenschützenkönigin. Für mehr aber auch nicht. Boah, ich habe schon wieder 20.000 Dunkles, alles nur wegen Bohrern. Richtig geil. Noch 10.000, ah ja, da wollte ich euch fragen. Barbarenkönig auf 8 oder Lakaia auf 4? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn es möglich wäre. Ich bin mal heute wieder ein bisschen gut drauf. Ja, wir bekommen noch 39 Dunkles. Ist gut, also nehme ich immer mit, wenn es geht. Wir warten noch, aber die Hellen, die machen mächtig was aus. Wenn die nachher, wenn man so richtig weit ist und die auf 20 oder so sind, dann sind die so OP. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und auf 40, ey. Da habe ich mal auf YouTube so ein Video gesehen, da hat einer mit einem 40er Barbarenkönig und 40er Queen angegriffen, der hat 50% eines Dorfes geschafft von Apparat Level 10. Das muss man... Junge! Wahrscheinlich! Guckt euch an, wie schnell diese Dinger schießen! Nee, das ist unnormal! Richtige Scheiße ist das! Wenigstens haben wir noch das Rathaus bekommen, ey! Ja, natürlich! Nee! Ich sehe nicht ein, dass sie so schnell schießen. Ja, super, super, Selby. Denn es ist noch schwieriger, so ein Dorf zu zerstören. Aber naja, was soll man machen? Die werden meine Videos sowieso nicht anschauen, also... Bringt es nichts, wenn ich mich aufrege. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann für die heutige Folge. Und demnächst, wenn das Game Capture Gerät mal irgendwann ankommen sollte, also bei Amazon stand, in der E-Mail, Bestätigungs-E-Mail, dass diese Game Capture Box, womit ich dann Let's Plays auf der Wii U und der PS3 machen kann, dass die vom 11., also zwischen dem 11. und dem 31. kommen soll, also ab heute bis zum 31. Mal gucken, wann die da ist, kann diese Woche sein, kann nächste Woche sein, kann übernächste Woche sein. Ja, und ich würde mal sagen, das war's auch für die heutige Folge. Ciao.